Wieso? Ey, was ist das für ein Haar, Alter? Geh mir mal nicht auf den Sack, hast du gerade gesehen, ey? Hängt runter, geht, ob es traurig ist, Alter. Danke, ich habe jetzt ein Intro. Nee, dein so. Intro kommt genau in 3, 2, 3, 1. Hallo, was geht? Willkommen zum neuen Video. Wir haben ein neues Format und zwar Wer weiß was? Ein Applaus dafür. Und das wollen wir heute mal ausprobieren. Der erste Teil wurde bereits auf Nils seinem Kanal, natürlich Link in der Beschreibung, wie immer, gezeigt. Und ja, willkommen zu Teil Nummer 2. Schau schnell in die Augen. In diesem Format geht es darum, es wird wieder Fragen gestellt von der lieben... Soll ich meinen Namen sagen? Och nee, ey, Kai. Tabea. Tabea. Bei mir hast du nicht deine Hand gezeigt. Ja, und wir wechseln uns ab mit den Antworten. Wir schätzen, was rauskommen könnte oder was wir denken, was rauskommt und... Bei YouTubern und Stars und zwischendrin kommt ab und zu mal... Der unscharfe Autofokus. Der kommt sowieso immer. Spaß, zwischendurch kommen ein paar Idiotenfragen. Ja. Wir fangen an, oder? Los geht's. Okay, los. Wie groß ist Bibi? 1,70. 1,65. 1,55. Ey, meine Fresse. Digga, hat die jemals einen Fruchtzwerg gegessen? Was? Wie heißt Dagi B mit Zweitnamen? Nadine. Oh, schon wieder Nina. Nicole. Ach, in den Vornamen haben wir noch. Die heißt Dagmar und Nicole. Dagmar weiß ich aber. Dagmar, bring mal ein bisschen Magma. Wie alt ist Katy Perry? Ey, schon wieder, wie alt ist sie, ne? Katy, wenn du das siehst, I think. Jo, Arge. Die ist aber 28 jetzt. Ich sag, die ist 30. 33. Ah, war ich aber nah dran. Wann wurde YouTube gegründet? 2005. Da sie weiß, dass sie... Ja, ich weiß, dass richtig ist. 2005, ich, Digga, YouTube. Wer kennt sich besser aus als YouTube? Als aber warte mal. Darf ich vielleicht auch mal antworten? Das ist eher gerade so ein Monolog vor allem sie zwischen sagt, den zwei. Vor allem sie sagt jedes Mal gleich die Antwort oder sonst was. Du bist schuld, Dagmara. Nein, du, Nicole. Danke dafür, Alblali. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Wie viele Kinder hat Sarah Connor? Die Sarah, ey, die bumst doch wie verrückt. 6 Stück, 4 davon alle adoptiert. 5. 1. Digga. War das Shakira? Der lebt im Vatikan. Der lebt im Vatikan. Das ist der Papst. Weil da lebt ja kein anderer mehr. Wie alt ist Beyoncé? 37? 32. 36. Ich bin näher. Nein, das ist irgendwie nicht näher. Warte mal. 1? Das ist mir zu schwer. Du machst dir gerade nur Arbeit, das einzublenden. Ja. Ein Hahn legt auf einer Kirchturmspitze ein Ei. Der Wind kommt aus dem Osten. Zu welcher Seite kippt das Ei? Ein Hahn kann keine Eier legen. Du bist dran. Stimmt. Oh shit, Alter. Stimmt, ich wollte gerade sagen, wie kommt ein Hahn auf eine Kirchturmspitze? Der Gemüsehändler an der Ecke ist 1,83 groß, hat einen Brustumfang von 98 cm und trägt Schuhgröße 44. Was wiegt er? Obst, Obst, Obst. Danke für die Autogramme. Obst. Digga! Der ist schon so uralt. Digga! Digga, hör mal zu, Mann. Ich hab gesagt, Gemüsehändler. Der verkauft kein Obst. Dann Gemüse. Ist mir doch scheißegal, Alter. So, Leute. Jetzt kommt ein Witziges. Verspreche ich euch. Was ist ein Rollstuhlfahrer im Kannibalendorf? Essen auf 4 Rädern? Der Rollstuhl hat nur 2 Räder, aber es war richtig. Ein Rollstuhl hat 4 Räder. Hä, seit wann hat ein Rollstuhl 2 Räder? Ja. Willst du ein Fahrrad fahren oder was? Bitte tu so, bitte komm, wir lachen jetzt einfach, okay? Das. Okay, warte. Auf 3 lachen wir jetzt. Okay. 1, 2, 3. Weiter geht's. Warum gehen dicke Menschen bei Gewitter ins Freie? Weil sie besser zu treffen sind. Nichts gegen Dicke. Kristall würde sagen, fick die Dicken. Dass sie nicht ins Haus passen? Keine Ahnung. Weil sie eine Blitzdiät machen. Ja, wir kommen schon der Witzigkeit näher. Aber ich muss noch nicht lachen. Weiter geht's. Nein.
80 Schornsteine plus 50 Schornsteine plus 8 Schornsteine minus 7 Schornsteine. Was kommt da heraus? Ein Haufen Schornsteine. Ja, 131. Hä, hey, wieso 131? Hast du gerade gerechnet? Bist du dumm? Alter, 80 plus 50 plus... Plus 50? Plus 8, was waren es? 5 hat die gesagt. 80 plus 5 plus 8 85. Minus 7. Du hast 50 gesagt. Nein, ich habe 5 gesagt. 80 Schornsteine plus 50 Schornsteine plus 8 Schornsteine minus 7 Schornsteine. Es kommt ein Schornsteinfeger raus. Es kommt Rauch raus. Ey, bin ich gar nicht mal so weit weg, Alter. Du rechnest auch noch. Ich wusste, das ist irgendwas. Okay, weiter geht's. Welcher Vogel ist meistens traurig? Amsel. Digga, es ist bestimmt kein Vogel. Es ist so ein dummes Wort, wo auch keiner mehr drauf kommt. Sag's einfach, weil ich hab Vogelkuchen. Aha, warte. Der Spaßvogel. Gegenteil. Pechvogel. Digga, du warst gar nicht so weit weg. Okay, Leute. Das war's mit dem ganzen Video. Das Video war komplett beschissen. Absolut. Und ich hoffe, dennoch hat es euch nicht gefallen. Das hoffe ich auch nicht. Und wenn es euch auch nicht gefallen hat, dann lasst doch am besten... Den Autofokus da. Der war gerade nicht da. Dann lasst doch am besten einen negativen Kommentar da. Was ihr richtig beschissen gefunden habt. Und einen negativen Like. Und in diesem Sinne würde ich sagen... Autofokus, wo bist du? Link zu Nils seinem Video in der Beschreibung. Teil 1. Einfach vorbeischauen, auch noch anschauen. Waren auch ein paar sehr gute Sachen dabei. Und sehr beschissene wie hier. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Mein Instagram ist bei mir in der Beschreibung. Bei ihm vielleicht auch. Guckt mal vorbei. Tschüss. Tabeas, hast du noch was zu sagen? Geforscht. Auto in 3, 2, 1... Volle Eskalation, Leute! Digga, voll Erdbeben, Alter. Das war das Witzigste. Voll Erdbeben, seht ihr das? Bist du schlecht, Alter? Bist du schlecht? Oh mein Gott, bist du schlecht, Alter. Digga, ich glaub, die Sony Vegas-Effekt. Willkommen zu einem neuen Tutorial. Oh, heute schminken wir uns. Wie macht man ein Erdbeben? Nachbeben. Soll ich dir mal ein Video zeigen, was... Dieser Moment, wenn Frauen eigentlich sich nicht vor der Kamera zeigen und dann realisieren, sie werden schon längst gefilmt. Tschüss!